Wir sind um 11.26 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit vermeintlich eingeklemmten Personen alarmiert worden. Daraufhin ist der Hilfeleistungszug der hauptberuflichen Wachbereitschaft, die Ortsfeuerwehr Stadtmitte und die Ortsfeuerwehr Lachelt der Freiwilligen Feuerwehr alarmiert worden. Entgegen der Meldung, dass es zuerst Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person in der Alarmierung hieß, haben wir hier vor Ort festgestellt, dass es lediglich die Personen eingeschlossen waren. Wie Sie sehen, hinter mir am Fahrzeug war auch auf der Beifahrerseite eine Person, die das Fahrzeug so nicht verlassen konnte. Diese haben wir dann mit Unterstützung des Rettungsdienstes aber sachgerecht aus dem Fahrzeug befreien können. Wir haben bei diesen vier verletzten Personen ein schwer verletztes Kind. Dieses Kind ist mit dem kurzzeitig später alarmierten Rettungshubschrauber Christoph 26 in eine Klinik nach Oldenburg transportiert worden. Zwei weitere schwer verletzte Patienten sind mit Rettungswagen einmal ins Emder Klinikum und einmal nach Westerstede transportiert worden. Dann gibt es auch eine weitere leicht verletzte Person, die auch jetzt zurzeit im Krankenhaus versorgt wird. Thank you.